Holz. Fallholz. Feuerholz. Großholz, Schneeholz, Bambus. Könnten natürlich das hier auch noch machen, dann könnten wir. Aber ich weiß nicht, wofür wir. Das Großholz brauchen wir auch für irgendwas und ich möchte das dann ungern verschwenden. Dann müssen wir nämlich auf Großholzsuche gehen und das ist dann auch wieder so. Uah. Geschäftsviertel, wieder alles verkaufen, Zelt reparieren, ach die ganzen üblichen Getittel. Der Ausrüstungsladen verbessert sich ja gerade, morgen haben wir das Ergebnis. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ach ja, wir gehen erstmal kurz mal nach Rina. Wir haben jetzt Holodisken und komplett Heilungs-Holodisk und wir haben so viel Kram. Diese Dinger brauche ich nicht. Das kommt auch weg. Komm weg. Bleib mal da. Die himmlische Kastanien sind ja überhaupt nichts wert. Ich dachte, die wären irgendwas wert. Entfernt unnormale Zustände in Reichweite und heilt 500. Ja gut, dann ist ja doch nicht so toll. Ausdauer Mini-Chips. Geben auch noch 50 Ausdauer, wenn wir die beiden geben, ne? Ja, 50 Ausdauer haben oder nicht haben. So, kann man? Nö, kann man nicht. Wie gesagt, nur das unterste immer. Haben wir ja eigentlich alles, ne? Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir wollten. Ich geh mal ganz kurz außerhalb der Stadt und gebe ihm die 5 Dinger. Irgendjemand wollte doch was von Mega Seedramon haben und das ist doch das Mega Seedramon. Irgendeine Sammelkarte oder so? Könnten jetzt natürlich auch noch wieder gegen Justimon kämpfen. Wir haben eine neue Eistechnik gelernt, aber wir haben kein Digimon, was Eis kann. Aber wir können mal ganz kurz nachgucken, ob es eine gute Eistechnik ist. Das sehen wir ja trotzdem. Oh, das ist eine gute Eistechnik. Eisstatue ist eine gute Eistechnik. Schön. Und fügt hinzu, dass sie sich nicht bewegen können. Nice. Kann man machen. Nice. Vielleicht treffen wir auch wieder auf einen. Ah ja, Rina wollten wir. Genau, jetzt erinnere ich mich sogar wieder. Aber vorher gehen wir trotzdem nochmal zu denen da hinten. Allein schon, um die Leiterzitronen loszuwerden gegen Mini-TP-Chips da. Oder Ausdauer-Chips. Ich meine, wenn wir es geben können, können wir es geben. Das ist nun mal. Alte Kabelbahn. Nur leider ein bisschen längerer Weg, um ganz dahin zu kommen. Aber gut. Vielleicht finden wir ja ein paar Leiterzitronen unterwegs. Ich sag, wenn wir 99 dieser TP-Chips haben, dann haben wir auch, geben wir auch 2500 Ausdauer dazu. Also ist doch nicht schlecht. Wir müssen nur 99 dieser Dinger haben. Das heißt, wir brauchen nur 500 Leiterzitronen. Naja, ein bisschen weniger als 500. Und die kann man auch platt machen. Die sind auch mal lustig zu töten. Ah ne, mal Mist, das war zu doof. Ich will mal gucken, wenn wir angegriffen werden, ob das auch mehr Damage macht. Mehr TP-Punkte gibt. Mittlere Heilungsdisten, 3 Stück. Sehr schön. Guck mal, ich habe Leiterzitronen. Guck doch mal, ich habe Leiterzitronen. Oh, du hast Leiterzitronen. Hier, bitte. 1500 Bit? Oh, okay, gerade, schade. Schade, gibt nur 1500. Ja, okay, das lohnt sich nicht wirklich. Okay, das lohnt sich nicht wirklich. Ich dachte, wir kriegen wieder die Ausdauerchips. Schade. Nee, dann nicht. Dann geh weg. So, hier hinten gibt es immer sehr viel auszugraben. Könnten wir auch mal die ganzen Low-Materialien, die wir haben, einfach mal komplett eintauschen, oder?
Also diese ganzen, wir haben 500 Steine oder so. Und wenn er sagt, er tauscht ein, dann tauschen wir alles einmal so um. Oh, ein Riesen-Nunemon. Mein Riesen-Nunemon. Ich wusste gar nicht, dass hier auch ein Riesen-Nunemon ist. Meins. Good hit, you're doing it. So, das Riesen-Nunemon ist schon tot. Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Super Rektis, geil. Sehr, sehr nice. Noch eine Super Rektis. Außerdem gibt es immer fast 4000 Bit. Das ist schon ein bisschen cool. So, dann gucken wir jetzt erstmal nach Rina. Und schauen mal, ob die irgendetwas... Ob die irgendwie, ob wir jetzt wirklich alles zusammen haben für sie oder nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Komplett-Disc gibt oder ob sie eine Komplett-Heilungs-Holo-Disc meint oder so. Das weiß ich ja leider nicht. Geht ja alles ganz schnell. Sind ja mal ganz fix da. Hey. Wenn die nicht ständig was essen wollen, dann sind wir auch fix da. Okay, aber das mit den Leiterzitronen ist halt auch doof. Aber naja. Ich dachte, die geben jetzt wunderbar immer TP-Chips oder Ausdauer-Chips. Wenn es nur die kleinen sind, das wäre aber wenigstens was. Naja. Was willst du machen, ne? Kannst nichts machen. Materialien sind mir egal. Mit der quatschen wir noch einmal. Heute geht's um irgendwas. Partner und Ausdauer erhöht. Sehr schön. Partner und Ausdauer. Also Partnerfreude und Ausdauer erhöht. Wenn wir dran vorbeilaufen, können wir es auch machen. Finde ich. So, Rina, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt das alles habe, was du willst, aber ich hoffe es einfach mal. Du hast schon alles? Du bist ja unglaublich. Ach nein, noch nicht. Die lassen sich so leicht verwechseln. Hol mir die richtigen. Du brauchst eine Super Rektis, eine Super Doppeldis und eine Komplett Heilungsdis. Scheiße. Okay, es gibt wirklich eine Komplett Heilungsdis. Es gibt wirklich eine Komplett-Heilungsdisk. Mist, schade, doof. Das ist doof, schade. Ich dachte, Mann, doof, schade. Wirklich, wirklich schade. Ich will mal gucken, ob Dark Dramon da ist. Der interessiert mich ja noch. Zudem nehmen wir die Materialien, die hier liegen, mit. Hier gibt es, glaube ich, immer Gold oder so. Ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, das nächste Mal tausche ich auch die ganzen Low-Dinger mal aus. Oh, Hexenholz. Guck, hat sich schon gelohnt, da gab es Hexenholz. Mal sehen, ob Dark Dramon jetzt da unten steht. Der soll ja da unten irgendwie sein. Ja, der ist sogar da. Den machen wir platt. Ich weiß nicht, ob wir den platt bekommen, aber den machen wir jetzt platt. Wir greifen jetzt Dark Dramon an. Weg da, ich muss Dark Dramon zusammenschlagen. Zieh Dramon, Dark Dramon. Ich kann mich nicht mit euch Lutschis hier aufhalten. Nein, ich habe keine Zeit für euch. Nein. Geht weg. Da ist endlich Dark Dramon da. Endlich! Ich habe Schiss, aber wir sind auch stark und ich habe trotzdem Schiss. Wenn ich da eine Biegung einbaue und meine Schritte um 0,2 Sekunden beschleunige. Bist du ein Mensch? Also was willst du von mir? Oh ja. Du kennst Bancho Leomon, oder? Er hat dich mal erwähnt, ja. Meinte, er würde in die Stadt ziehen. Du musst die Person sein, die Digimon in die Stadt einlädt. Bancho Leomon ist mein Rivale. Es ärgert mich etwas, dass du erst jetzt zu mir kommst. Aber so wichtig ist es auch wieder nicht. Wichtig ist nur, ob ich meinen Rivalen in einem Duell besiegen kann. Wenn ich das geschafft habe, schließe ich mich deiner Stadt an. Mit anderen Worten, du kannst mir helfen, wenn du magst. Du darfst dich nicht beim Duell einmischen, aber du kannst mir davor helfen, mit Nachforschungen und Training. Das ist eine lange Geschichte, also hör gut zu.
Ich habe bisher zweimal gegen Bancho Leomon verloren. Im ersten Kampf bin ich total untergegangen. Seine Macht und seine Kampfinstinkte sind irre. Nachdem ich viel trainiert und gelernt habe, habe ich wieder verloren, wenn auch nicht ganz so schlimm. Daraus habe ich gelernt, dass ich besser Muster folgen muss, um gegen seinen Kampfstil anzukommen. Erst dieser Schlag. Ich will meinen Kampfstil verändern, damit ich seinen Schlag überstehe. Halte dein Partner irgendwelche Schlagattacken? Hat dein Partner, könnte ich mit ihm trainieren. Wenn hier doch nur ein Digimon mit einer Schlagattacke wäre. Haben wir doch, oder? Haben wir doch jetzt, ernsthaft. Wenn ich hier doch nur ein Digimon mit einer Schlagattacke. Jetzt mal ernsthaft. Was? Muss ich Chaos. Tauchschlag ist also schon eine ziemlich Schlagattacke, oder? Ich mache einfach nur auf Machtschlag. Wenn ihr doch nur ein Digimon mit einer Schlag... Hä? Verwirr mich nicht, Digimon, bitte. Muss ich jetzt mit Bancho Leomon auftauchen? Nee, oder? Das wäre ja Quatschkram. Das wäre doch Quatschkram, wenn ich jetzt mit Bancho Leomon auftauchen muss. Komm zu mir, wenn dein Partner einen tödlichen Schlag gemeistert hat. Ich brauche einen Übungspartner, damit ich Bancho schlagen kann. Er hat doch, ich bin hier doch. Ich hab doch. Ist Tauchschlag kein Schlag? Keine Ahnung. Schade. Ich dachte, wir könnten ihn jetzt besiegen oder so. Oder er will kämpfen oder irgendwie sowas. Aber irgendwie ja doch nicht. Geht immer weg. Ja, keine Chance. Okay. Manno. Guck da. Da, siehst du? Was meinen die denn damit? Ich hätte jetzt echt gedacht, der will einfach nur kämpfen oder so. Und nicht irgendwie jetzt Kekse backen oder so mit mir. Aber jetzt machst du erst Kampfaura. Wow, dicke Bitterlinge. Genau das, was ich will. Hey, noch eins. Uah. Komm hier nicht raus. Wir haben doch eigentlich ein Digimon, was Nahkampf macht. Und wir haben fast alle Nahkampfattacken. Meint ihr das als Ulti? Also als Exe-Ulti-Ding da? Das ist ja Mobbing. Das ist ja Hardcore-Mobbing. Haben wir eigentlich schon Demi-Devimon? Ja, Demi-Devimon ist in der Stadt. Ich geh nochmal. Ich geh mal ganz kurz Autopilot. Materialien wurden abgelegt. Wo willst du uns heute hinbringen? Zum Logikvulkan? Nein, danke. Da möchte ich gerade nämlich nicht hin. So, ich möchte absoluter Nullpunkt. Ja. So, hier. Hier können wir uns nämlich noch ein bisschen umgucken. Können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Schneeholz haben wir nämlich jetzt noch gar nicht so viel. Digi Götterholz ist gut. Hier können wir dann noch ein bisschen kämpfen. Ich brauche ja jetzt keine Angst haben. Ich habe ja jetzt echt starke Digimons. So, Kampfaura und dann ist er weg. Da fliegt er. Wahl, da fliegt er. Muss er nicht immer unbedingt gegen alle kämpfen. Der hat dazu dieselbe Laufgeschwindigkeit wie ich. Also können wir uns so ganz gut vorwärts bewegen. Da ist noch eine Orange und ein Baum. Das ist gut. Da kriegen wir wieder Schneeholz.
Wir sind sehr nah an ihn dran. Sehr nah. So, und dann können wir auch wieder in die Eiskathedrale mal gehen. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Spannendes. Ich weiß es selbst alles gar nicht. Ikakumon wollte was? Ah ja, hier, Gomamon wollte doch diese Karte. Mann, da verabschiedet sich meine Stimme. Gomamon wollte doch diese Karte haben. Ikakumon wollte, dass wir das eine Digimon da bringen, weißt du? Wir gehen einfach nochmal in die Eiskathedrale. Vielleicht finden wir was Schönes. Wir waren ja letztes Mal sehr feige da reingegangen. Aber jetzt sind wir ja schon stärker. Jetzt weichen die uns ja sogar schon aus. Finde ich cool. Ach ja, den mussten wir ja innerhalb von der Zeit besiegen. Könnten wir eigentlich auch nochmal versuchen, oder? Vielleicht schaffen wir das ja. Ich meine, er war echt stark, aber... jetzt mit diesen Techniken hier, dass wir genau im richtigen Moment das drücken und so. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? So, ich mache einmal ganz kurz, dass Belzemon seinen Spezialmove machen kann. Wäre es vielleicht gar nicht mal so... wir könnten es versuchen. Wir haben jetzt ja wesentlich stärkere Techniken als zum ersten Mal, als wir da waren. Haben wir jetzt ja wesentlich stärkere Techniken. Sollen wir es versuchen? Ich meine, im Endeffekt... er sagt ja nur, dass die Zeit abläuft dann. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Du willst kämpfen? Dann lass mich mal die Regeln erklären. Besiege mich innerhalb von 60 Sekunden. Klar, kämpfen wir. Und dann versuchen wir jetzt mit diesem Befehlskraftaufbau-Kram. So, Belzemon hat schon mal bekommen. Belzemon hat nochmal bekommen. Sehr schön. Dann machst du schon mal die Technik. Du machst die einfach schon mal. Ich meine, es sieht ja ganz gut aus bis jetzt. So, du machst jetzt mal die Kampfaura. Und du machst... kannst jetzt noch nichts. Schade. So, jetzt müsste der rein... ja, wir haben es geschafft. Sehr geil. Sehr schön. Wir haben ihn wirklich besiegt. Geil. Oh nein, ich habe verloren. Wer jemand mit meinem Selbstvertrauen so schnell besiegen kann, ist wirklich ein harter Brocken. Also gut, abgemacht. Ist abgemacht. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Gaogamon hat sich der Stadt angeschlossen. Schön, haben wir sogar endlich mal einen Stadt-Digimon bekommen heute. Haben wir endlich mal einen Stadt-Digimon bekommen. So, das andere Digimon ignoriert uns. Das ist ganz nice. Hier können wir was abbauen. Digirubin und Digiquarz. Das Blumeramon da vorne macht mir nur ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Da kommen wir aber auch nicht weiter, ne? Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Ich meine, es guckt uns an, aber da war es das auch schon. Oh Gott, ich kenne die Eiskathedrale halt auch überhaupt nicht. Ich kenne sie halt auch kein bisschen, die Eiskathedrale. Die sagt mir halt, ja, nichts. Ich gehe mal zu diesen, das sind, glaube ich, da vorne Teleportersteine. Soweit weiß ich es, glaube ich, noch. Aber da hört es dann auch echt auf. Das sind aber, glaube ich, Teleportersteine. Oh, da oben ist ein Digimon. Gehen wir da doch mal hin. Wenn da ein Digimon ist, gehen wir erstmal zu dem Digimon, was da oben ist. Vielleicht möchte das ja kämpfen oder so. Oh, die Musik ist aber sehr schön hier. Bin ich mal kurz ruhig, muss die Musik hören.
Boah, danke Garurumon, mach mich alles kaputt im Leben. Was mir gefällt, danke, blöde Sau. Ach, Geld auf die Beste zusammengeschlagen, ja, ich sag's dir. Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. So. Machen wir gleich nochmal, dann haben wir das auch. So. Echt, ey. Hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, jetzt macht er die. Ja, okay, sehr schön. Und war noch in seiner einen Technik verbarrikadiert, deswegen. So, hätte ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, du hast nicht gehört. Jetzt bist du tot. Toll.